Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stranded Deep. Ja, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, die wird für einige Folgen schwer sein. Um euch ein bisschen mehr zu bieten und ein bisschen mehr Sachen zu zeigen, habe ich mir gedacht, wir werden jetzt zu einem Nomaden mutieren. Das heißt, wir werden jetzt wirklich von Insel zu Insel ziehen. Wir lassen unsere Insel zurück. Ich packe mir jetzt das Wichtigste noch alles ein. Und wir werden einfach, ja, umherziehen. Ich denke mal, das wird den meisten gefallen. Und mal gucken, ob wir diese Seefestungen finden. Ich hoffe ja unbedingt, was wir noch so alles finden hier. Ich weiß es ja nicht. Deshalb gehen wir einfach mal auf die Reise. Ich werde gucken, dass ich mir merke ungefähr, wo die Insel hier ist. Vielleicht finden wir sie ja wieder. Ansonsten bauen wir uns was Neues auf. So, was sollte ich mitnehmen? Was ist wichtig? Hammer können wir uns craften. Wir nehmen auf jeden Fall Antibiotika nehmen wir mit. Wir nehmen... Na, zack, weg. Eine Bandage nehmen wir mit. Das ist wichtig. Fernglas brauchen wir nicht. Ja, ist gut, mein Freund. Was ist noch wichtig? Die Axt haben wir. Da hinten ist auch noch eine Axt. Ich guck mal, welche noch besser ist. Na, ist ja klasse. Hau ich die mal weg. Was sagt die? Die hat so viel. Ich hau... Na, los, lass los. Nehmen wir die mal auf. Ah, die sind ungefähr beide gleich schlecht. Das ist natürlich wirklich schlecht. Die Flare lassen wir da. Die brauchen wir nicht unbedingt. Oder? Ein Hammer, dann können wir auf jeden Fall gleich was bauen. Wir nehmen Hammer mit. Wir nehmen Hammer mit. Können wir unterwegs immer noch alles rausschmeißen. Motor konnten wir uns jetzt leider nicht zusammencraften. Aber gut, ist halt so. Messer, Messer, Messer. Ich meine, wir haben noch Platz. Wir haben noch Platz. Wir nehmen erstmal mit. Achso, Wasserflasche, habe ich Wasserflasche schon mit? Nee, ganz wichtig, die Wasserflasche. Ich glaube, die sind auch gefüllt. Kann ich da zwei draufhauen? Wunderbar, zwei Wasserflaschen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir den Eimer mitnehmen. Aber ich denke mal, die zwei Flaschen reichen. Und dann sind wir auch ziemlich... Jetzt passt das Paddel noch rein und das war's dann. Ja. Gut. Dann können wir erstmal überleben. Wir sehen, wie geht's uns hier. Ganz gut, ich hau mich nochmal voll. Ah, hier war der Freshwater, genau. Zack. Nicht craften hier, trinken. Das sieht gut aus. Raus damit. Der gibt jetzt eh aus. Eine schöne Essensvorräte. Wir haben natürlich kein Essen mit jetzt. Aber das ist auch nicht so tragisch, da wir unterwegs immer was finden, ne? Mindestens Kokosnüsse. So, ein Feuer können wir uns auch machen. Wir haben alles mit. Alles mit, was das Herz begehrt. Ja, dann beginnen wir das Ganze. Soll ich die Türen schließen? Nee, können sich die Tiere noch ein bisschen bedienen? Keine Ahnung. Ah, den Kompass wollte ich. Ich wollte den Kompass mitnehmen. Da, jetzt weiß ich, was ich mitnehmen wollte. Verdammt. Ich komme gar nicht los hier. Ich komme gar nicht los. Wo ist mein Kompass überhaupt? Scheiße, da ist der. Nee. Wo ist der? Da! Ich glaube, der ist ganz wichtig. Wir werden jetzt einfach Richtung Süden, immer Richtung Süden, dann wissen wir ungefähr, dass unsere Insel im Norden liegt. Wir werden jetzt einfach mal Richtung Süden. Dann gehen wir, steuern wir auf dieses kleine Atoll. Was schmeiße ich denn jetzt raus? Verdammt. Schmeißen wir das Messer raus. Wir haben eine Axt. So, alles andere ist wichtiger. Okay, los geht's. Die Reise beginnt. Die Reise ins Unbekannte. Was habe ich jetzt gesagt? Dieses kleine Atoll da hinten, ne? So, schade, dass wir nicht das Motorboot jetzt fertig gekriegt haben. Und ich wette mit euch, wenn wir jetzt unterwegs sind, finden wir die Schraube, die uns fehlt. Das wird, ja, sehr schön. Also ich bin so heiß auf diese Seefestung, diese Seebasen. Also im Update stand der Sea Fortress. Ne? Ich bin da so, also viele schreiben ja auch irgendwo immer Ölplattformen, weil das so aussieht, aber es sind tatsächlich Seebasen. Ich glaube sogar aus dem Zweiten Weltkrieg, ich weiß das nicht. Wenn ich noch dran denke, ja, er ist immer noch ein bisschen krank, wenn ich dran denke, dann poste ich mal den Link von Wikipedia oder so. Weil ich habe die Bilder auch schon gefunden. Ich glaube, das war sogar von den Briten. Ich will nichts Falsches sagen jetzt. Wenn es so einer von euch weiß, dann einfach mal in die Beschreibung posten. Wenn ich es nicht dann auch schon gemacht habe. So, ich habe gesagt, ich will...
Also ich freue mich jetzt richtig drauf. Das wird bestimmt richtig interessant. Ich habe da richtig Bock drauf, jetzt einfach mal nicht immer Angst haben zu müssen, ne, ich finde meine Insel nicht wieder, sondern einfach mal wirklich ins Unbekannte rauszuschiffern. Ne? Mal gucken, was die hier noch so versteckt haben für uns. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, Bandagen sind auf jeden Fall ganz wichtig, falls uns hier so ein Hai annascht. Man weiß ja nie. So, ich guck mal, ich check mal schnell. Was haben wir gesagt? Süden wollten wir eigentlich, ne? Süden. Ja, ist irgendwo dazwischen, aber... Oh, oh. Oh, 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 ja, ich hab dich schon... Oh, da bist du, da bist du, da bist du. Ich seh dich, mein kleiner Freund. Ihr seid ja die erste Welle hier. Wir steuern einfach mal die ganz kleine Insel da hinten an. Wir steuern erstmal ganz kleine Insel da hinten an. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich habe auch gar keine Angst jetzt vor dir, weil wir die Richtung nicht beibehalten. Oh, da kommt schon der nächste. Hallo. Der taucht erstmal ab. Jawoll, Volleyball. Sharkyball. Wir spielen Sharkyball. 3.0. Zwei Freunde sind da und haben Spaß mit uns. Alter, das ist ja schon wieder... Ihr habt schon wieder schlechte Laune alle, ne? Ihr habt schon wieder... Ich mach gleich diesen Bug nochmal. Mach euch damit tot. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber ihr lasst mir ja keine andere Wahl. Dann klatsche ich dich auch, wenn du noch einen Kilometer entfernt bist. Mein Freund. Da vorne ist schon wieder irgendwas. Schwimmt da hinten auch rum. Ah, das ist, glaube ich, vom Wrack. So, die haben schlecht gefrühstückt heute. Also ist... So, neues Terrain. Ist aufgeploppt hier. Ich glaube, die haben sich jetzt verpisst. Ne, die Heimmusik ist noch da. Und ich habe ganz vergessen, auf meinen Timer zu achten. Das ist natürlich ganz, ganz kritisch. Besonders jetzt, wo der im Orsch ist. Ich habe meinen Timer vergessen. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge wird. Ich muss jetzt hier mal nebenbei auf die Uhr gucken. Moment, Verzeihung. Ah, ich würde sagen, ich mache bis... Gut. Bis 10 nach, dann sollte das passen. Wenn es ein bisschen kürzer jetzt geworden ist, dann tut es mir leid. Habe ich doch tatsächlich meinen Timer vergessen, gibt's ja gar nicht. Aber unter uns ist ein Wrack, ne? Aber ist egal, wir wollen jetzt auf eine Insel. Und eigentlich suchen wir ja diese komischen Seefestungen. Ja, hör auf zu husten, mein Freund. Die sollen auch einfach so aufploppen. Und ich, kein Schwein weiß, wo die sind. Also wie gesagt, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich eine reine Paddelfolge hier. Bis wir die Dinger finden. Irgendwann werden wir sie finden. Irgendwann. Das kann doch eigentlich so schwer nicht sein. Vielleicht gehen wir jetzt auch mal an Land oder so, ich weiß es nicht. Oder wir nehmen gleich die Insel dahinter. Wir schiffern jetzt hier überall dran vorbei. Aber kurz einen Landgang können wir eigentlich machen, ne? Wir gucken einfach mal. Aber ich weiß ja ungefähr, wir sind in der Früh gestartet und wenn es dann so ein bisschen dunkel wird, langsam, ist eigentlich auch Folgenpause. Das passt eigentlich mehr ganz gut. Ja, das sollte ganz gut passen mit der Zeit. 20 Minuten haben wir ungefähr immer im Tagesrhythmus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal gewesen bin. Vielleicht ist das ja auch eine Insel, wo wir noch gar nicht waren. Wer weiß, wer weiß. Oh, doch, das ist offen. Da schiffern wir direkt dran vorbei, weil hier sind wir auch schon gewesen. Gut, dann gehen wir weiter Richtung Süden. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ja, das ist einmal... Süden ist... Wir nehmen genau die Insel mit Jacques Cousteau hier. Martin Cousteau. Genau, die ist genau südlich. Wenn wir dann immer Richtung Norden die Inseln abklappern, müssten wir unsere Insel wiederfinden. Das ist so der Plan. Ach, ruht er doch schneller. Schneller. Und jetzt macht's gleich plopp. Und dann ist hier genau die Basis vor uns. Oder wir glitschen da irgendwie rein oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall besteht das Ding, glaube ich, aus drei so eine komischen... Stelzenteile, das ist eigentlich so eine Festung auf Stelzen, die verbunden sind durch
Ja, so eine Übergänge. Das war super erklärt, Martin. Super erklärt. Das kann sich jeder jetzt vorstellen, wie die aussehen, ne? Ja. Na los, komm. Plopp. Plopp. Oder noch ein Wal. Das wäre vielleicht auch schön. Dann lassen wir uns von dem einfach... Setze ich mich mit meinem Boot auf den Wal rauf. Und, wir reisen durch die Welt. Wenn er abtaucht, gar kein Problem. Dann platzt uns die Birne unter Wasser. Ne, ich glaube, die platzt dann, ne? Ne, eigentlich implodieren wir ja, ne? Oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, wir ziehen uns zusammen. Wir drücken uns komplett zusammen. Die Luft wird rausgepresst. Und wir sind dann ganz klein. Da unten ist schon wieder so ein Feuerfisch eben gewesen. So, wir gucken uns jetzt hier ab und zu mal ein bisschen um. Nix. So weit waren wir jetzt wirklich noch nicht. Das sind unbekannte Gewässer hier für uns. Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Unheimliche Fische, Schildkröten und andere Meeresungeheuer. Da! Och du Scheiße! Hab ich mich erschrocken. Ach du Scheiße. Hallo. Oh, hab ich einen Herzinfarkt bekommen. Kommen wir jetzt darauf? Komm, komm, hab dich nicht so. Hab dich nicht so, deine Mutter hat sie auch nicht so gehabt. Wunderschön. Also die scheint es jetzt öfter hier zu geben, ne? Also, sobald man irgendwie rausfährt, weit. Guck mal, der will auch da lang. Nehmen wir dich mit? Nehmen wir dich... Ui, hallo. Hoffentlich gibt er uns jetzt nicht eine schöne Kelle und ich flieg sonst wohin, ne? Oh, oh, da kommt der Weiße. Da kommt der Weiße. Kämpft der Wal jetzt gegen den Hai? Guck mal, das sieht aus wie ein kleiner Versager. Bist du ein kleiner weicher Hai? Gegen meinen Freund, den Wal, kannst du nämlich nichts machen, Alter. Boah. Bäm. Der gibt dir eine Kelle und dann... Ach, das ist unser... So. Gar kein Problem. Ich habe nichts gesagt, mein Freund. Wir fahren gleich direkt weiter. Bevor er leicht aggressiv wird. Das können wir so nämlich nicht dulden hier. So, wie spät haben wir das hier? 14 Uhr noch was. Das wird nachher auf jeden Fall gleich dunkel. Ich muss nochmal mein Phone checken. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also wie gesagt, es kann sein, dass die Folge jetzt ein bisschen kürzer wird, weil ich meine Stoppuhr hier verpeilt habe. Und ich kann die Zeit jetzt nur schätzen. Ne, vielleicht mache ich doch noch ein bisschen länger. Da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber die Nacht ist ja eh uninteressant. So, irgendeine Basis in Sicht? Nö. Vielleicht finden wir auch auf einmal das Festland oder so, ne? Wer weiß. Das ist alles so aufregend jetzt gerade. Vielleicht müssen wir jetzt auch schon essen oder so. Ich guck mal. Ja, wir könnten was naschen. Was nasche. Ich werde die Nacht auf jeden Fall... Nee, wir schwimmen mal weiter, ne? Oder? Wir gucken uns hier ein bisschen um. Ansonsten werde ich die Nacht auf jeden Fall nutzen, um hier zu dinieren. Und dann bei Tageslicht, bei Tagesanbruch weiterzumachen. Das auf jeden Fall. Und ich bin für feste Überzeugung, wenn wir jetzt die Dinger nicht finden, werden wir sie in der nächsten Folge finden. Ansonsten haben wir immer Kartoffeln. Kartoffeln haben wir immer, habe ich gesagt. Ich schmeiß dir gleich so eine Kartoffel an den Kopf, Alter. Hier. Achso, die kann man ja... Ach, die habe ich nur fallen lassen. Okay. Okay. Psch, nicht getroffen. Jetzt habe ich Essen verschwendet. Ja, ich weiß. Oh, Wasser geht zu... Ich werde die Kartoffel mal holen jetzt wieder. Zack. So, da sind die Cases auf jeden Fall alle noch zu. Ich weiß nicht, vielleicht nutzen wir das bisschen Tageslicht noch und versuchen... Oh, jetzt geht das Wasser aber... Geht das bisschen runter. Ich glaube, wir werden hier die Nacht verbringen, oder? Wir gucken jetzt hier mal ein bisschen um. Die Sonne steht noch ziemlich hoch. Ich check erstmal nur das Case hier. Ja, natürlich finden wir jetzt einen Erdtank. Den würde ich wirklich so gerne mitnehmen, das glaubt ihr gar nicht. Aber wir brauchen hier alles. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich kann nichts wegschmeißen. Oder den Hammer. Ich hau den Hammer weg. Dafür nehmen wir die. Da können wir auf jeden Fall richtig schön tauchen mit. Hammer brauchen wir theoretisch nicht. Können wir uns jederzeit craften. Können wir uns craften.
Kraft hin. So, liegt hier nicht irgendwo. Ich gehe jetzt mal hoch und hole uns eine Nuss. Eine Jokosnuss. So. Und jetzt wieder vorsichtig runtergehen. Dass wir uns auch nichts brechen. Wo ist die? So, dann können wir. Ja, jetzt ist immer die Scheiße. Hier ist immer alles voll jetzt. So, können wir auf jeden Fall trinken. Die kann man übrigens auch. Ich verschwende schon wieder meine Axt hier. Die kann man übrigens auch wieder mit Wasser füllen, wenn es regnet. Dann füllen die sich wohl auch wieder auf. So, uns geht's gut. Wir werden. Lass los. Wir werden auch direkt weiter. Wir versuchen jetzt noch, die nächste Insel zu erreichen. Wenn es jetzt dunkel wird. Wir wollen Richtung Süden. Süden, Süden, Süden. Her, her, her. Zack. Schnell raus aufs Meer. Weil ein paar Minuten Tageslicht haben wir noch. Das müssen wir hier alles ausnutzen. Und da vorne ist nichts. Es ist keine Insel mehr da. Es ist wirklich nichts. Ob wir da mal rausfahren? Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst, dass wir ans Ende der Map kommen. Wir müssen in die Richtung. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier ein Ende gibt. Das werden wir rausfinden jetzt. Oder steuere ich lieber wirklich eine Insel an? Weil hier, ihr seht, ist nichts mehr. Es ist gar nichts mehr. Das ist irgendwie unheimlich. Oh Gott, ich habe wirklich jetzt. Ja! Ja! Wir haben sie tatsächlich noch gefunden, das gibt's ja gar nicht. Und wir haben noch ein bisschen Tageslicht. Das sind die Seebasen. Also es sind keine Ölplattformen oder Öl, keine Ahnung was. Das sind tatsächlich Seefestungen. Ich glaube zu meinen aus dem Zweiten Weltkrieg sogar. Oh, es wird das jetzt bestimmt sehr, sehr gruselig, wenn wir da die Nacht verbringen müssen. Und ich habe keine Taschenlampe mit. Weil das würde jetzt bestimmt sehr geil aussehen mit einer Taschenlampe. So, wir werden da jetzt andocken. Oh Gott, seht euch das an, wie geil das aussieht. Das muss man ja mal hier so im Sonnenlicht. Ich versuche das mal hier so ein bisschen einzufangen. Ja, es wird natürlich ein Thumbnail werden. Das wird mein Thumbnail. So, ihr seht, das sind vier Plattformen. Die sind verbunden alle. Man kann überall rauf. Wir werden jetzt hier die erste nehmen. Und ich hoffe, mein Boot driftet nicht weg. Oh, geil, geil, geil. Ich hoffe, das bleibt da unten. Oh, ist das gruselig? Ist das gruselig? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich scheiße mir gleich in die Hose, echt. Das ist auf jeden Fall ein. Wir haben ja alles. Wollen wir uns so ein Ding hier als Hütte aufbauen? Ich meine, das ist ja die ideale Basis, ne? Das ist ja wirklich. Ist das Vogelscheiße hier drauf? Das kann sein, ne? Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, ist das perfekt. Wir haben es überdacht. Wir können hier bestimmt auch irgendwie aufs Dach rauf. Oh Gott, ich verlaufe mich ja hier. Wir gehen mal hoch. Wenn mir jetzt hier irgendwas entgegenspringt, dann ist für mich heute Schluss. Dann ist Herz am Fakt hoch 1000. Boah, die will ich gar nicht reinglitschen irgendwie. Ich hoffe, man kann noch alles erkennen. Mit Taschenlampe wäre das jetzt natürlich ideal. Guck mal, hier wächst sogar Gras hier drauf. Geil. Auf jedes Detail haben sie geachtet hier. Ich hoffe, YouTube zermatscht das jetzt nicht so doll. Dass man hier wenigstens noch ein bisschen was erkennen kann. Hier liegt auch nirgendwo was rum, ne? Doch wieder so ein alten Eimer. Warum? Oh, wie das Licht hier so reinkommt. Geil. Auf zu heulen. Nicht husten, mein Freund. Wir brauchen eine Taschenlampe. Ich brauche eine Taschenlampe. Vielleicht finden wir da drüben noch ein bisschen was. Das sieht aus wie das Haupthaus. Oder ist das alles gleich hier? Sehr, sehr, sehr geil. Ach, eine Kartoffelpflanze weg. Ja, das ist ideal, Leute. Das ist ideal. Das könnte man eigentlich so als Ausgangsbasis nehmen. Ich weiß es nicht. Ist die Brücke kaputt? Die sieht kaputt aus. Ich weiß nicht, ob wir da rüberkommen.
Kann ich hier noch irgendwas machen? Auf jeden Fall haben wir hier was... Ach Gott, ich habe meinen Paddel habe ich unten gelassen. Und ich hoffe, das glitscht jetzt nicht weg. So, wir gehen mal wieder runter. Ich habe hier wirklich ein bisschen Angst, dass wir hier... Irgendwie, es ist tatsächlich Vogelscheiße hier drauf, ne? Die ganzen ollen Seemöwen hier. Oh. Ah, okay, wir müssen vorsichtig runtergehen. Ne, so ein bisschen glitchy ist das hier alles. So. Kommen wir da direkt rüber? Oh, das sieht aber... Au, hallo? Ne, da kommen wir nicht rüber. Wir müssen... Da, oder ist denn da irgendwelche... mich nicht. Das ist kaputt. Wir müssen tatsächlich darüber. Und die sieht tatsächlich anders aus oder ist noch nicht geladen? Das weiß ich nicht. Ah, ich glaube, das sind die Haupthäuser hier. Das ist auf jeden Fall... Das in der Mitte ist das Haupthaus. Da müssen wir rein. Da werden wir was finden. Also gehen wir erstmal runter zu unserem Boot wieder. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hier bin ich... Wie komme ich jetzt wieder runter? Bin ich hoch? Oh Gott. Gott, komm. Na? Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Und mir was breche. Oh, es ging ja nochmal... Nein, du lässt los. Du lässt los. Es ging ja gerade nochmal gut irgendwie. Ich meine, da können wir reinspringen, ne? So, checke ich nochmal die Uhr. Und ich würde sagen, das Haupthaus gucken wir uns dann, ich werde jetzt hier die Nacht abwarten, gucken wir uns dann bei Tageslicht in der nächsten Folge an. Das war euer Martin. Tschüss.